Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, wir starten heute auf der Fantasieinsel und hier geht es auf jeden Fall weiter mit der Regenbogenzucht. Das möchte ja definitiv nicht klappen. Ich weiß gar nicht, wie viele Fehlversuche wir schon hatten. Den Kleinen schicken wir auf jeden Fall gleich mit auf die Weide. Aber erstmal starten wir die Zucht neu, würde ich sagen. Ja, und dann schauen wir gleich noch weiter. Es sollten noch einige andere Zuchten fertig sein. Und die Gesellschaft der Reinrassigen hat neue Zertifikate. Da müssen wir natürlich auch nochmal nachschauen, auch welche Zertifikate dann nächste Woche kommen werden. Bin ich mal sehr gespannt. Ich hoffe so ein bisschen, dass sie sich mit dem nächsten Fantasiepferd noch ein bisschen Zeit lassen, damit wir alle noch ein paar Edelsteine so sammeln können. So, aber Amy braucht sich jetzt da nicht extra Zeit lassen. Macht's aber. Achso. Ja, Spinellfeenpferd züchten wir jetzt aber definitiv nicht. So, Ixion und wo haben wir sie? Okay. Fast 70.000 kostet es wieder und 12% Chance auf ein Stütchen. Na? Nee, ich glaube nicht, das. Genau. Wird nix, natürlich. Einen Tag, 2 Stunden. Wir verkürzen jetzt hier erstmal noch nicht. Wir schicken erstmal alle anderen Pferde auf die Weide. Oder wir. Nee, wir schauen lieber erstmal gleich, ob wir irgendwen verkaufen können, damit wir schon mal Platz haben. Nee. Ah, hier. Die Abia, den Ranger. Dann schicken wir sie erstmal auf die Weide und die anderen beiden verkaufen wir dann erstmal. Stufe 2 sieht echt auch niedlich aus. Eigentlich voll schön von den Farben her, aber wir werden sie ja nicht behalten können auf Dauer. 59 Diamanten bringt sie uns jetzt erstmal. Und Ranger dürfte nur Level 10 sein, sozusagen. Haben wir zwar gerade schon gesehen, aber schadet ja jetzt nicht. 42 Diamanten bringt uns der Kleine. So, die Aufgaben. Ne, Diamanten ausgeben. Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Wahrscheinlich eher nicht. Dann auf nach Montana. Da müssten wir eigentlich unseren Pinto-Hengst bekommen haben. Ja, fertig ist er auf jeden Fall. Wir müssen hier gleich nochmal gucken. Irgendeins dieser Pferde wird auch wohl trainiert sein. Zum Verkaufen vielleicht die Sunny. Sollte soweit sein. Okay, damit ist das schon mal Level 4. Das heißt, gleich ist er erwachsen. Okay. Drehst du dich auch nochmal rum? Wahrscheinlich nicht.
Na gut, ich würde sagen, erstmal die Zucht, dann gucken wir, wen wir trainieren schicken, wen wir verkaufen. Achso, und dann sollten wir, ja, vielleicht zwischendurch zu den Zertifikaten schauen. Ach Mensch, wenn das nur nicht immer so lange dauern würde. Aber es wird ja auch nicht besser werden, je mehr Pferde wir haben, umso mehr müsste Amy hier durchsuchen. So, da ist Stufe 2. So, Stufe 3. Ja, 38.400 kostet es. Wir hätten heute die Chance auf einen Hengst Stufe 3. Stufe 2 ist ja eigentlich egal. Nee, das geht rüber. Es wird noch eine Stute. Ja, hier braucht man auch nicht verkürzen. Da können wir morgen wieder züchten. Ja, okay, sie ist jetzt schon so weit. Da können wir machen. Achso, Cerberus ist fertig. Den habe ich dann doch noch mal auf die Weide geschickt. Ja, Sunny ist jetzt soweit, die kann auch eigentlich auch noch mal. Nur die Akata Stufe 2 Stute nicht. Okay. Dann können wir hier auf jeden Fall das Glücksrad drehen. Ein letztes Mal. Und wir bekommen Diamanten. Sehr schön. 71 würde er uns jetzt bringen. Aber irgendwie möchte ich ihn gerade noch nicht verkaufen. Das kommt aber auf jeden Fall noch. So. Ja, Kater bleibt auch erstmal stehen. Schauen wir mal nach Frankreich und dann können wir auch eigentlich im Horsepedia gucken, welche Zertifikate es gibt. So, der Bretone, der Dole und das Hackney sind aktuell und nächste Woche gibt dann den amerikanischen Traber Rocky Mountain und Mavari. Okay, alles Zertifikate, die wir schon haben. So, dann schauen wir hier mal. Ach genau, wir hatten Glück, einen American Indian zu finden, mit dem wir züchten können. Helly, erstmal bleibt sie auf jeden Fall dabei. Können wir das auch schon mal abhaken. Ja, was machen wir jetzt hier? Theoretisch könnte ich ja auch endlich mal die Regenbogenzucht hierher verlegen. Wäre zwar irgendwie ein bisschen blöd, weil wir ja eigentlich noch T4er züchten müssten. Aber ich möchte auch gerne die T4 Fantasiepferde endlich züchten. Mal schauen. So, das ist auf jeden Fall jetzt erstmal unsere American Indian Stufe 4 Stute.
Ja, würde ich sie erstmal hier reinbringen. Die Ginny müssten wir dann dafür rausholen. Den Luis müssten wir eigentlich auch rausstellen. So. Und Luis war ja oben. Er muss auf jeden Fall noch trainieren und die beiden. Ich würde sagen, ich schicke die beiden Stufe 2 ja nochmal auf die beide. Ja, zuchttechnisch. So, mal gucken. In Deutschland schauen wir gleich mal nach den Drachen. Dann hätten wir ja noch Akata in Großbritannien, glaube ich. Ja, und das sieht ja alles momentan eher nicht danach aus, dass wir irgendwie eine Zucht abschließen. Leider. Oh, die muss trainieren. Ja, die sind beide Level 8. Das ist natürlich ungünstig. Das heißt, die beiden bleiben uns auf jeden Fall erst nochmal etwas erhalten. So, der Stufe 2er Drache, der ist fertig. Sehr schön. So, Molly heißt sie. Das kann sogar sein, dass wir aktuell keine Molly haben, aber Stufe 2 werden wir wahrscheinlich trotzdem nicht behalten können. So, und damit ist ja dann auch erwachsen. Das ging ja flott. Aber schick ist Stufe 2 auf jeden Fall auch. Gehen wir nochmal schnell in die Umkleide. Ja, kann man nicht anders sagen. Also, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ja, schade, dass man nicht unendlich Platz hat. Gut. Dann machen wir uns mal auf die Suche. Wir brauchen einen Hengst. Wir gucken erstmal Stufe 3. Zeichen übersehen. Ach hier. So. Steht noch draußen. Sehr gut. Ja, ich hatte auch irgendwie im Hinterkopf, dass der Drache Stufe 2 eine Hengst wäre und nicht eine Stute, aber wir gucken mal. So, hier stehen auf jeden Fall schon mal zwei Drachen. Ein Hengst und ist das bestimmt nicht. Ne, zwei Hengste. Okay. Ja, das ist eigentlich egal, ne? Hier ist Molly. Und das ist der Drache Stufe 3 und der sieht doch wohl auch klasse aus. Wir uns mal an. Also von denen brauchen wir definitiv 2 auf Stufe 3. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, 8%. Okay, aber wir brauchen auch eigentlich erstmal einen zweiten Stufe 2er Hengst. Sagen wir es mal so, Stufe 2er Hengst. Und ja, Ivan. Noch ein Ivan. Und Abbas. Ja, es wird auf jeden Fall ein Hengst. Das heißt, wir können dann mit unseren eigenen Pferden weiter züchten. Es bleibt noch vorher stehen, okay. Das hilft uns aber definitiv. Und ich glaube, hier sollten wir. Ja, wir verkürzen hier. Das sind ja fast 2 Tage. Da ist es nicht verkehrt, wenn wir ein paar Stündchen sparen können.
Ja, und dann bleibt uns als nächstes noch Großbritannien. Achso, es kann natürlich auch sein, dass die Akkadazucht noch gar nicht fertig ist. Da bin ich mir jetzt gleich sicher. So, die Stufe 1er können wir nochmal alle schnell auf die Weide schicken. So, Feuerwolke, ja, da sollte ich auch mal nachschauen. Habe ich leider nicht gemacht. Gestern. Ehrlich gesagt war ich irgendwie nur noch einmal kurz online und habe dabei irgendwie gefühlt die Hälfte vergessen, die ich machen wollte. Aber so lange, zumindest es sieht gerade nicht so lange aus. Wie viel sind es? 1 Stunde 46. Ja, aber Diamanten jetzt ausgeben. Ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Oh, den haben wir fast fertig trainiert. Okay. Ja, der kann dann nochmal. Also das kriegen wir doch jetzt bestimmt auch noch hin. Ja, du brauchst auch nicht mehr viel. Und er ist auch bald. Ja, schicken wir alle einfach nochmal los. Würde ich sagen. Dann haben wir auf jeden Fall beim nächsten Mal zwei austrainierte Pferde hier. Und. Ja, gut, wir haben fast 1000, aber trotzdem. Nee. Lassen wir erstmal, wir können ja nochmal hier schauen, was es heute für ein Pferd gibt. Den Fisch, danach gibt es die Lady. Ja, das hier sieht ganz schön aus. Ich glaube, das sind Seerosen oder irgendwelche Blüten auf jeden Fall. Ich glaube, die hatten wir. Ja, und hier gibt es die Pintos. In 4 Tagen, 19 Stunden wechselt das hier und dann hoffe ich mal, dass wir den weiblichen Häuptling bekommen können. Ach nee, wir haben jetzt eh keinen Platz. Gerade gut hier könnten wir. Aber da müsste ich irgendwen davon wegschicken. Nee, macht keinen Sinn. Dann lasse ich sie lieber trainieren und gucke dann, dass ich ein Pferd verkaufe von denen, die fertig sind. Und dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Wir haben ja zumindest den Erfolg, dass wir ein Stufe 2er Hengst, Drachen bekommen. Ja, Regenbogen muss ich mir mal überlegen, ob ich dann doch die eine Zucht um. Verlege. Es dauert ja jetzt doch alles ein bisschen und ich möchte schon gerne ja, wissen, wie die Fantasiepferde aussehen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Na, mal gucken. Die T4-Pferde, die uns noch fehlen, die züchten wir dann aber auch bald noch. Okay, also bis zum nächsten Mal. Tschüss!